Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer. Ich bin von Lyria Gameplays als Hobby und ich habe es im letzten Teil schon angekündigt. Wir werden jetzt ein bisschen die Story nochmal weitermachen. Sammeln aber vorher noch das Hacksilber. Auch wenn ich mal so viel davon hatte, ist es mittlerweile fast leer. Unglaublich, dass noch niemand den Jötnheim findet. Wo versteckt man so etwas Großes? Aber mir fallen auch eine Rune ein, die ich noch zu lesen habe. Ihr seid vertraut mit der Geschichte von Sköll und Horti, den Bringern von Tag und Nacht? Oh ja, die Wolfsriesen. Ja, wir machen später weiter. Das hätte ich jetzt gerne noch gehört. Beim nächsten Rumschippern vielleicht. So, zum Glück ist die Brücke ja schon richtig ausgerichtet. Wir haben hier hinten ja noch nämlich einen Runenstein drin, den wir nicht lesen konnten. Wir konnten nur einen lesen. Genau, das rechte konnte man lesen, das linke noch nicht. Lesen wir noch das linke. Was steht da? Ja. Oh ja, steht da ich bestimmt kann es nicht. Jetzt übersetzen. Nibelheim, Land des Nebels und Glücks. Ja, und einer unendlichen Anzahl von Fallen. Ein nebliger Welt voller Schätzen und Fallen. Tja, wir haben die Rune, um sie zu erkennen. Mhm. Das war's. Super. Aber es wurde Wissen hinzugefügt, also von daher ist es in Ordnung, dass ich das jetzt erstmal gemacht hatte. Wo muss ich denn überhaupt hin? Das hier zeigt es mir an. Tür ist mysteriöse Tür ausfindig machen. Achso, ich soll hier runter. Dann können wir uns vielleicht doch erst die Geschichte noch zu Ende hören von Mimi. Und hier soll ich wieder anlegen, oder was? Also, die Geschichte, die ich angefangen hatte. Ich wollte euch von Skull und Horti erzählen, den Bringern von Tag und Nacht. Sie waren Kinder des Erzwolfes Hrothvitnir, einem erbitterten Widersacher der Asengötter. Odin raubte sie als Welpen und hielt sie in den Zwingern von Asgard, um seinen Gegner in Schach zu halten. Doch als Sonne und Mond aufsässig wurden und stillstanden, sandte Odin Skull und Horti los. Mit seiner alten Magie schickte er die Wölfe in den Himmel und sie nahmen die Jagd auf. Und ihre Jagd ist lang, doch nicht endlos. Denn es wird prophezeit, dass Skull und Horti ihre Beute eines Tages einholen und verschlingen werden. Und dieser Tag wird Ragnarök sein. Die Götterdämmerung. Aber Ragnarök soll doch Odins Untergang sein, oder nicht? Warum schickt er die Wölfe trotz der Prophezeiung los? Genau das ist die Frage, Junge. Es geht immer um Kontrolle. Die Wölfe bestimmen, wann Ragnarök beginnt. Ah, Wissen hinzugefügt. Und jetzt kontrolliert er die Wölfe. Ein Kampf nach seinem Zeitplan ist... Ragnarök. Odin kennt die Prophezeiung und schickt sie trotzdem, weil er, wie Mimir sagt, immer alles unter Kontrolle haben will. Bis dahin sind sie die Bringer von Tag und Nacht, die Sonne und Mond in Bewegung halten. Ist ein Kampf, den er viel eher gewinnt. So,
Siehst du, jetzt haben wir mehr Wissen bekommen. Wir kommen näher. Aha. Tirsone, das ist es. Tirs verborgene Kammer erkunden. Aber was ist das hier? Ich weiß es genauso wenig wie du. Diese Weltentüren spiegeln die von oben. So cool gemacht. Sieh mal da oben. Ich sehe, aber ich weiß jetzt nicht, was ich sehen soll. Okay, und jetzt? Was ist das da oben? Oh. Da oben. Tyr hat die schwarze Rune mit der gleichen Magie geschützt. Vielleicht ist da drin ein Hinweis. Ha, direkt neben der Jötunheim-Tür. Interessant. Kommen wir da ran? Nicht von hier aus. Oh, sie dahinter. Hö. Wieso ging die Tür da jetzt auf? Huch. Sieh an, ein Heiligtum in einem anderen. Diese Wandteppiche. Offenbar Kunst der Riesen. Tyr muss ihnen einen großen Dienst erwiesen haben. Ja, er hat sie beschützt. Das ist ja wohl ein großer Verdienst, oder? Ui. Wow, wer sind die? Junge, ist das die Rune für Jötunheim? Genau. Und sieh nur. Die andere Seite der Tür. Der kopfstehenden Tür. Was denkst du? Geh zurück. Alles klar. Gewöhnlich. Der ganze Raum ist auf einer Art Achse erbaut. Auf beiden Seiten sind Ketten. Ohne die... Können wir den Tempel kippen? Alles klar. Wir machen bitte was? Klingt verrückt, aber ja. Oh oh. Nicht an. Soll ich vorlesen? Junge, auf den Statuen. Ich sehe sie. Da steht Lehre. Sonderbar. Na los, lies.
Vor dem ersten, nach dem letzten. Zwischendrin kein Schattenfetzen. Oidu. Ist, was immer es ist, nur durch Kippen des Tempels erreicht. Du sagtest, es gibt einen Weg. Man kann den Tempel kippen. Deshalb kippen wir den Tempel. Die Logik ist bestechend. Keine Ahnung, was passiert, wenn wir einen Raum umdrehen, der in 8 anderen Welten verwurzelt ist. Ich bin neugierig, klar. Aber ob uns das wirklich nach Jettenheim bringt? Ich mag Sprünge. Tja, wer weiß. Vielleicht bist du genauso verrückt wie Tier. Auf jeden Fall finde ich das Ganze echt interessant und cool gemacht. Oh, ist das unser letzter Jötner-Schrein? Sieh mal hier, noch eins. Da steht, er heißt Berielmir. Mutter hat gesagt, er war ein König der Riesen. Ja, das war er. Und noch einiges mehr. Er hatte wohl ziemlich viele Kinder. So etwas nennt man bei uns eine Untertreibung. Er ist tot, aber niemand hat ihn umgebracht. Sterben Riesen an Altersschwäche? Manchmal, ist aber selten unter den Legenden. Auftrag abgeschlossen. Hey, Trophäe erhalten, die Wahrheit. Achso, kann man gar nichts lesen. Hat doch Wissen hinzugefügt. Ein Riesenkönig, vielen Kinder. Anscheinend kam er auf ein Meer aus Blut und hinterließ, als er starb, ein Meer aus Tränen. Tot, aber nicht ermordet, ausnahmsweise. Okay. So, wir haben alle Jötner-Schreine. Sehr schön. Die Geräusche kennt man. Wieder diese Todesfallen. Okay. Klappt es? Könnte funktionieren. Knapp, aber... Der Kleine könnte mich doch auch eine Weile tragen. Damit du das hier verpasst. Dir macht das Spaß, oder? Scheinbar. Okay. Die Winde von Hel brauchen wir. Okay. Wir haben nur das eine. Huch. Okay.
Okay. Mein Einsatz. Oh, was haben wir denn hier? Ich sehe irgendwie mit der Rüstung irgendwie so besessen aus oder sowas. So, wir ziehen hier erstmal eine Kette. Dürfte zum Drehen eigentlich schon reichen. Oh. Level 3? War's das? Scheint es gewesen zu sein. Wilder Ogre. Von hinten kann Vater Ogre besser Schaden zufügen, aber wenn sie sich umdrehen und ihn sehen, greifen sie an. Ach nee. Ich habe gedacht, die Ogre lassen uns dann in Ruhe. Lebensvoll. Die warten nur auf uns. Oder so. Okay, das war's hier wohl. Zerschmettern. Eingefrorene Gegner zerschmettern. Oh. Aber es macht da wieder Spaß, die Story ein bisschen weiter zu spielen. Was haben wir denn hier? Sieht auch gut aus. Hyperionsgriff. Schwerer Runenangriff. Langweilig. Okay. Huch. Oh, noch mehr. Die andere Kette wartet.
So, das war's schon. Okay. Gehen wir mal jetzt Richtung andere Kette. Ein gutes Duo. Dankeschön. Die andere. Abwechslung ist sehr wichtig. Scheiße. Ich hab gedacht, das andere geht zuerst hoch. Okay, es war falsch. Das eine muss ich eingefroren lassen. Ganz einfach. Nehme nicht das in der Mitte. Runter mit dir. So. Oh, was haben wir denn hier? Könnten hier wieder Gängerin kommen, so wie das hier aussieht? Sachen, die wir nicht brauchen. Das hat ja wohl einen Sinn, dass es da ist. Aber keinen Sinn für dort oben. Diesen Teil hatte ich. Ich weiß. Kann man nicht... Okay, ich habe zu lange gezögert. Blödsinn. Ich wusste, ich habe zu lange gezögert, aber irgendwie bin ich trotzdem gesprungen. Ich weiß auch nicht. Als ob man bei der Valkyrienkönigin nicht schon genügend Tote gesehen hat bei mir. Die Truhe hat gespeichert, okay. Teil hasse ich echt. Okay, ich hätte einfach durchrennen müssen, wie es aussieht. Ich wollte eigentlich erstmal warten, bis es vor mir da wieder runter geht. Und dann so gesehen dort oben drauf rumlatsche, aber anscheinend ist das wohl auch verkehrt. Okay. Ja, dann wissen wir ja jetzt Bescheid, wie. Ich weiß. Die sind jetzt so nah dran. Ich hatte niemals Zweifel. Na klar. So, da ist die Kette. Lass sie in Frieden. Die meinen offensichtlich. Nicht uns. Licht nicht uns. Na, damit sind natürlich die Ketten gemeint, dass wir die in Frieden lassen sollen. Aber wir sind Götter, wir tun und machen, was wir wollen, ne? Wir lassen nichts in Frieden, was wir nicht in Frieden lassen wollen. Lass deine Muskeln spielen, Kratos. Okay. Ui. Hey! So, der eine ist schon mal tot.
Sehr schön. Ach komm, die Beine sind nicht geschützt. War es das schon? Bisher haben wir aktualisiert. Wir müssen warten, bis er sich umdreht und greift. Dann greifen wir ihn von vorne an. Wow, das war knapp. So, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Feiern. Ach, da ist noch einer. Wow. Zeit, den Tempel zu kippen. Ja, Vater. Sagen wir doch nicht mehr, den Tempel kippen. Das klingt langsam normal. Also, um mich aufzuhalten, müsst ihr euch schon was anderes einfallen lassen. Sowas zum Beispiel. So, es geht wieder hoch. Hä, was? Ah. Der Kleine war noch nicht bei uns. Ich weiß, was ich versprochen habe. Aber falls das hier nicht funktioniert, denk dran. Tyr hat guten Grund für diese Hindernisse. Er macht die Jötunheim für Odin unerreichbar. Aber es herrscht kein Frieden. Stimmt, aber es gibt Hoffnung. Wir arbeiten alle zusammen. Das ist Eintracht. Genau das sagte die Rune auf der Tür. Wir folgen Tyrs Weg. Gut, dann kippen wir mal den Tempel. Aus den Beinen heben! Weiß er. Ich will nur helfen. Oh, ruck! Sollte, bin ich froh, auf deiner Seite zu sein. Und nicht tot, ein echtes Plus. Da, links.
Von da aus können wir... Siehst du, Mimir? Niemand könnte all das alleine schaffen. All diese Hindernisse. Wir können beweisen, dass nur wir sie überwinden können. Klar, wir streiten. Vater und ich, du und Freya, Brock und Sindri. Aber wenn wir zusammenarbeiten, sind wir ein gutes Team. Und das ist Tirs Prüfung. Deshalb werden wir Jötunheim erreichen. Hast du das gehört? Er hat sein Equilibrium gefunden. Was bedeutet das? Er meint, du sprichst weise Atreus. Das ist gut zu hören. Tschüss, mysteriöses Objekt nehmen. Ha! Da lässt sich der Tempel wohl doch drehen. Seht mal, der Baum steht auf dem Kopf. Oder sind wir das? Bin nicht mehr sicher. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Achso, andere Seite. Ja, und nu? Ah. Junge, dein Messer. Und? Was ist das? Eine Art Weltenstein. Lass mal sehen. Bei Athomlas Euter, das ist der Eintrachtstein. Du kennst ihn? Dass er tatsächlich existiert. Wenn Tyr ihn besessen hat, erklärt das, wie er all die Welten erreicht hat. Und andere Länder noch dazu. Er hielt ihn. In Odins Bibliothek. Ja. Ja, das ist es. Jetzt begreife ich erst. Darauf ist Tyr in der Zwischenwelt abgebildet. Du weißt ja, verlasse niemals den Pfad. Tja, Tyr folgte immer seinem eigenen Pfad. Verstehst du, was ich meine? Ja, die Zwischenwelt. Ein Weg nach Jötunheim. Der Zwischenwelt umsehen. Also zu sehen, wie er den Ast des Weltenbaums verlässt? Und du glaubst, um den geheimen Weg nach Jötunheim zu erreichen, müssen wir das auch tun? Das tue ich. Oh je. Das ist ein voller Ernst. Na denn. Ich weiß nicht, ich mach das jetzt noch schnell. Ich will das unbedingt noch hinkriegen. Wenn du vorhast, uns alle in die Leere zu stürzen, hoffe ich, dass du dir sicher bist. War das nicht deine Idee? Den eigenen Weg finden, oder? Speicher? Schwachsinn. Okay. Eintrachtstein zum Abgrund bringen. Auf geht's. Hier ist Tyr über den Rand getreten und der Eintrachtstein hat ihn geschützt. Bereit? Bereit. Tja, wenn es sein muss, Freunde, es war mir eine Ehre. Hab Vertrauen. Das ist unglaublich! Ich dachte, da wäre eine Brücke! Wie kann mir ohne Magen nur so schlecht werden? Ach komm, das war großartig. Da. Der Turm. Ich wusste, dass hier unten was ist. Unglaublich. Wie versteckt man etwas, das in allen Welten existiert? Wirf es aus allen Welten in den Raum dazwischen. Raffinierter alter Tyr. Ist Jötunheim auf der anderen Seite? Das kann nicht sein. Man geht nicht einfach durch Vanaheim zum Midgard-Gipfel. Aber wie benutzen wir ihn? Lasst uns einen Blick reinwerfen, aber passt auf. Tyrs kleine Prüfungen sind nie so einfach, wie sie scheinen. Ist mir aufgefallen. Hm.
Ich glaube, jetzt kann ich die noch nicht entflammen, ne? Scheiße. Das heißt, wir müssen erst da reingehen und Prüfungen machen. Wir sind aber jetzt bei der 35. Minute und ich muss mich fertig machen für die Arbeit. Ich habe Nachtschicht, das ist jetzt natürlich blöd. Den nächsten Tag kann ich nicht zocken. Ich glaube, außer Samstag, Sonntag. Morgen ist Freitag. Also Samstag, Sonntag könnte ich vielleicht nochmal spielen. Dann machen wir da... Huch. Da dann wäre eben weiter. Oh, cool. Okay. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Ich werde jetzt speichern. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Und hoffentlich seid ihr auch, wie gesagt, wieder mit dabei. Und wenn es euch gefallen hat, ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben, beziehungsweise ihr dürft mich auch abonnieren, falls ihr das noch nicht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil bei God of War auf Herausforderung, beziehungsweise auf Schwer. Mit von Löher Gameplays als Hobby. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der Kanalseite und auf YouTube. Und tschüss.